Herzlich willkommen zum Sonic Seducer Interview Plage Noir 2023 mit Ulrike und Chris von Blutengel. Hallöchen. Ihr habt ja schon mal hier gespielt, ne? 2018 war das. Und wart ihr denn schon mal am Strand gewesen? Kannst du uns jetzt das Mikrofon rübergeben, damit ja. wir antworten? Okay. Die Antwort ist ja. Nee, tatsächlich haben wir gerade erfahren, also wir haben gerade uns ja unterhalten. Ich wusste es nicht mehr, also dass wir gespielt haben, wusste ich natürlich schon. Welches Jahr wusste ich nicht mehr. Es war 2018 tatsächlich, ja. Und da haben wir eigentlich auf derselben Bühne gespielt, hatten dasselbe Hotelzimmer mehr oder weniger und waren tatsächlich am Strand, was ich dieses Mal nicht gemacht habe, weil mir das Wetter zu schlecht war. Aber letztes Mal, kann ich mich noch erinnern, waren wir alle am Strand und haben uns das Wasser angeguckt. War schön sonnig, ja. Da waren wir sogar noch in dem Café, da gibt es noch irgendwie so einen Café direkt am Strand, da haben wir sogar noch Kaffee getrunken und da sind wir wirklich auch ein ganzes Stück gelaufen. Also es war wirklich, da waren ja auch glaube ich 20 Grad oder so oder 25 Grad, also war Sonne. Ja, naja, man kann sich das Wetter hier nicht, wa? Nee, aber wirklich, 2018, Wahnsinn. Ist ja schön wieder ewig her. Ganz ja, Jahre. Ja. Ja. Ja, super. Ja. So war das. So war das gewesen. Ich gebe mal weiter. Ja, ihr seid ja eine Berliner Band. Habt ihr denn auch einen Bezug zu Berlin? Oder gibt es denn Orte in Berlin, wo ihr schon mal hingeht, wo ihr sagt, das ist irgendwie, weiß ich nicht, düster oder besonders schön? Sehr gut. Naja, Bezug zu Berlin. Also erstmal muss man dazu sagen, dass Uli ja gar nicht aus Berlin kommt. Ich komme aus Berlin und ansonsten kommt, glaube ich, der Großteil von unserer Band aus Berlin, aber auch nicht alle tatsächlich. Einen Bezug zu Berlin habe ich, da ich da seit über Jahren wohne. Und ja, natürlich geht man überall mal hin, aber aktuell ist halt nicht mehr wirklich viel los. Das muss man halt auch mal so sagen. Ich will jetzt nicht immer auf die Szene schimpfen und so weiter, weil da kann ja die Szene nichts dafür. Aber tatsächlich ist in Berlin so mittlerweile aktuell tatsächlich tote Hose. Also wenn du am Samstag sagst, oder es kommen Leute so von irgendwo anders und sagen, ey, wir sind jetzt in Berlin, wo können wir denn hingehen? Da fragen die den Falschen, weil ich habe keine Ahnung mehr, wo man hingehen kann. Ne, früher bist du halt ins K17 gegangen, das gibt es nicht mehr. Ich war ja selber lange, lange Jahre DJ in einigen Clubs, wo ich Resident DJ war. Die gibt es alle nicht mehr. Also das ist halt so, szenemäßig ist Berlin zumindest tot. Kann man leider so sagen. Also ich weiß nicht, ob es andere Leute gibt, die ihr interviewt haben aus Berlin, die was anderes sagen oder die ihr noch interviewen werdet, die was anderes sagen. Aber szenemäßig geht da gar nichts. Deswegen geht man denn tatsächlich irgendwo anders hin, in irgendwelche Bars oder sowas, die man so entdeckt hat, wo man sagt, das ist okay, die dann aber nichts mit der Szene zu tun haben. Also so ist es zumindest bei mir. Gibt es denn irgendwelche Orte in Berlin, Teufelsberg oder irgendwas, wo du sagst, das ist ein düsterer Ort, da gehe ich ab und zu mal hin? Oder, also ich muss dazu sagen, ich gehe nicht an düstere Orte, weil, also das ist jetzt immer so Klischee hin und her, aber ich bin jetzt nicht der Typ, der sagt, oh, der Friedhof ist ganz toll, da gibt es andere vielleicht. Also ich genieße es, wenn das Wetter schön ist und wenn ich rausgehen kann, dann kann man in den Viktoriapark gehen, dann kann man in den Grunewald gehen zum Beispiel, an den Wannsee kann man gehen, da ist es sehr schön, sind aber keine düsteren Orte, da muss ich leider immer dieses Klischee, aber da, ich mag es, wenn das Wetter schön ist und wenn man, ja, du bitte? Ja. Gibt es eigentlich den Dunker-Club noch? Das ist eine gute Frage, da bin ich tatsächlich überfragt. Also Dunker war ich tatsächlich auch, aber selten, ja. Weil mir da die Musik nicht so gefallen hat, muss ich sagen. Ja. Ich meine, dass zumindest da noch ab und an aber ganz selten Partys stattfinden oder auch woanders, aber die dann quasi so mit den DJs aus dem Dunker sind. Also wie gesagt, so, ich würde gerne mal wieder gehen. Das Einzige, was noch ist, das ist tatsächlich ab und an, ist der Silver Wings Club. Mhm. Gegenüber der Columbia-Halle in Berlin, da finden tatsächlich noch mal so, ja, halt tatsächlich so ein bisschen Gothic-Partys statt, die so früher irgendwo anders stattgefunden haben, die da noch mal stattfinden. Aber das ist auch sehr, sehr unregelmäßig. Und wie gesagt, wenn ich privat weggehe, dann eher an schöne Orte, die nicht düster sind. Tut mir leid. Kein Ding, das muss man ja mal fragen. Muss ja irgendwo, vielleicht gibt es irgendwelche Orte, von denen du dich inspiriert fühlst. Und also trotzdem werdet ihr ja immer gerne mit Vampiren in Verbindung gebracht. Wenn seid ihr dann auch schon mal nach Transsilvanien in die Karpaten gereist und habt euch das Original Schloss Dracula angeschaut? Oder würdest du auch sagen, das ist mir zu klischeebehaftet? Da würde ich niemals hinreisen. Da würde ich gerne mal hinreisen. Hättest du jetzt mein Mikro? Sehr gut. Ich habe ihn. Ja, aber ich glaube, Chris ist nicht so der lange Strecken, Mensch, ich weiß ja nicht, wie kommt man, kann man da hinfliegen eigentlich? Mit dem Flixbus, glaube ich, kannst du mit dem Flixbus nach Transsilvanien? Ich weiß nicht. Flixbus. Genau. Nur naja. den schwarzen Flixbus. Es gibt tatsächlich auch so eine Route, die man mit einem Bulli fahren kann, bis zum Schloss hoch. Ja? Und das steht auch auf meiner To-Do-Liste, das will ich immer machen. Ja. Nimm es nicht mit.
Also das klingt auf jeden Fall spannend. Also ich muss dazu sagen, wie gesagt, das ist immer auch so, dieses, was du sagst, hier dieses Vampir-Ding, klar, das ist was, was mich wahnsinnig interessiert hat, auch albenlang, aber aktuell ist es halt, das liegt vielleicht sicherlich auch ein bisschen am Alter, also wenn viele so sagen, oder die eigentlich kennen, so wenn ausländische Magazine intervenieren, ja, und du bist so ein Vampir und so, wo ich sage, nie. Das war vielleicht vor 10 Jahren, war das letzte Album, wo wir mal so Songs gemacht haben, die sich damit beschäftigt haben. In letzter Zeit ist dieses Thema bei uns sehr, sehr ja, wenig behandelt worden. Also, weil ich sag mal so, wenn man etwas älter ist und ein bisschen mehr an dem Weltgeschehen teilnimmt, also da muss man nicht immer nur so fiktive Sachen sich aussuchen, sondern dann kann man eigentlich die düsteren Themen in der aktuellen Lage der Welt finden. Okay, und das Ganze schon seit vielen, vielen Jahren. Damit meine ich nicht nur Corona oder jetzt aktuelle Lage Russland und so weiter. Und tatsächlich muss ich sagen, dass mich das momentan mehr inspiriert als irgendwelche Vampirliteratur oder Filme. Das war früher so, wo man so ein bisschen, da hatte man vielleicht nicht so die eigenen Sorgen und hat sich dann irgendwie sehr wert inspirieren lassen. Aber wenn ich mich jetzt hinsetze und mir Texte einfallen, dann fallen mir Texte über Dinge ein, die mich gerade aktuell beschäftigen. So. Und das sind keine Vampirthemen mehr. Wobei ich es immer noch interessant finde, ganz ehrlich, und auch so eine Transsilvanien-Geschichte fände ich schon mal cool, sowas zu machen. Wie würdest du denn reisen wollen? So wie standesgemäß früher, wie früher mit der Kutsche oder wie ein Aristokrat heute, der, weiß ich nicht, mit einem großen Wagen fährt, oder würdest du mit einem Campervan fahren? Naja, ich sag mal so, das wäre beides interessant. Ich würde gerne mal mit so einer Kutsche fahren. Also fände ich, glaube ich, sehr, sehr schön, so wie man sich das eben, oder wie das in diesen Filmen ja eben auch immer sehr schön zu sehen ist. Das fände ich super, aber ich hätte auch kein Problem, mit dem Camper zu fahren, weil tatsächlich habe ich das leider erst einmal gemacht mit dem Camper, aber fand ich irgendwie ziemlich cool. Hat Spaß gemacht, war irgendwie so richtig so ein Erden irgendwie so, ja, wo man sagt, ja, ist halt so. Und ja, die Toilette kannst du halt für diverse Dinge vielleicht lieber nicht benutzen, für andere kleinere Geschäfte, ja. Und dann gehst du halt und guckst und musst halt irgendwo reingehen, wo du halt jetzt mal, Tachchen können wir hier mal kurz oder was auch immer. Also ich bin da sehr, ich fände beides gut, aber natürlich so mit einer Kutsche, das hätte schon was. Fände ich schon ziemlich gut. Ja. Wusstet ihr? Wolltest du auch noch was sagen? Nee, alles gut. Wusstet ihr, dass es von dem Gestüt Dracula, beziehungsweise von den Vorfahren oder beziehungsweise von den Nachfahren, gibt es den Original Dracula-Wein. Das ist ein Schaumwein, der ist dunkelrot mit lilanem Schaum. Das nächste Mal, wenn wir uns sehen, ich besorge eine Flasche und wir probieren mal ein Stück. Das ist ein Schaumwein, der ist relativ süß, ein Marsecco. Wollte ich nur mal gesagt haben, der ist großartig. Den besorge ich das nächste Mal. Ja. Ja. Gut. Was haben wir noch? Ja, ich bin dran. Genau. Heute erscheint ja die Sonic Seducer Mai-Ausgabe mit euch eine Titelstory. Herzlichen Glückwunsch zu eurem Jubiläum. 25 Jahre Blutengel. Wie fühlt man sich denn da? Alt. Alt, nein, Quatsch. Nein, sehr, sehr glücklich eigentlich, weil nicht viele Bands, glaube ich, schaffen irgendwie die 25 Jahre. Ja? Und auch, ich sag mal, relativ erfolgreich. Und ja, und wir haben uns ja immer irgendwie neu erfunden, oder? Also sowohl gesanglich als auch musikalisch haben wir ja immer irgendwie was Neues erschaffen. Oder der Chris am PC und an den Tasten. Ja. Meinem Heimkeyboard. Ja, das muss man ja auch erstmal irgendwie hinkriegen. Und schön. Also ich bin ja auch jetzt schon 18 Jahre dabei. Von den 25 ist ja auch schon ewig. Ja? Das ist ja Wahnsinn. Ist schon fast die Hälfte. Ja. Ne. Manu. Entschuldigung. Nee, aber es ist schon lange und wir kommen super miteinander aus und das finde ich auch ganz toll, muss ich sagen. Also ist ja auch nicht bei jeder Band so, ne? dass die Bandmitglieder untereinander so lange miteinander aushalten. Wie eine Ehe ist das eigentlich schon bei uns, mehr oder weniger. Meine Arbeitsehefrau. Genau, nee, das ist halt wirklich so. Also wir hatten mal, ich glaube, das war 15 Jahre oder so, wo wir 15 Jahre Blutengel hatten, habe ich da auch mal gesagt, ja, hey, uns gibt es doch 15 Jahre und kann man da nicht mal was Besonderes machen? Und dann habe ich so vom Label, ja, ist halt schon eigentlich geil, aber ganz ehrlich, wenn du halt so sagst, du bist 15 oder 20 Jahre, du hast so ein Jubiläum, dann das wirkt halt alt, weil die Leute denken, ach, die gibt es schon so lange, das ist ja, die sind ja schon irgendwie, die haben ja ihr Verfallsdatum schon überschritten. Also das ist so ein, man ist natürlich, also ich bin schon stolz drauf, ganz ehrlich, also dass ich 25 Jahre existiere und 23 Jahre quasi davon leben kann, das ist schon ein Geschenk, aber es macht dich auch alt, weil alle Bands, die
eben so ein Jubiläum feiern, da sind wir ja nicht die Einzigen, das sind doch ältere Menschen, weil die halt eben irgendwo mal angefangen haben und sich so lange gehalten haben. Also die, es ist wahnsinnig cool, dass sie es geschafft haben, aber man zeigt damit auch, naja, dass man eben sehr viel älter ist als diese komischen Acts, die vielleicht auch vor 3 Jahren mal aufkamen oder von denen jetzt keiner mehr was hört. Das ist so ein, ja, man ist stolz auf, aber man muss eben auch damit rechnen, dass man eben sagt, ja, uns gibt es halt so lange, da warst du noch gar nicht geboren, da haben wir schon unsere erste Platte veröffentlicht. Das ist halt so, ne? Wir haben Fans, die sind teilweise wirklich, also ich bin ja so aktiv in Foren und so weiter und höre das dann auch. Das sind halt Fans, die sagen, ja, ich werde gerade 18 und so weiter, aber ich bin 20, wo du denkst, ja, ist krass, ne? Da habe ich schon, weiß ich nicht, da war schon das so und so vierte Album draußen. Ja. Da wird einem selber natürlich irgendwie bewusst, dass man eben auch schon ein bisschen älter ist. Und ja, ich mag halt alt sein nicht, das muss ich dazu sagen, aber rein von der Sache her ist man natürlich stolz. Und wie gesagt, es wird jetzt so lange schon aushalten, dass das eben auf einem Level geht, wo das alles so funktioniert und man noch nicht denken musste, oh scheiße, was müssen wir machen, ist halt schon ein Geschenk und da bin ich immer noch jeden Tag dankbar dafür, dass das so läuft. Ja. Und ihr habt das ja auch bewiesen, ne? Ihr habt das ja auch bewiesen, ihr habt euch ja auch immer wieder neu erfunden. Und das ist auch, glaube ich, gerade in der heutigen Zeit, die ja sehr schnelllebig ist, auch immer ganz wichtig. Ja. Ja, ja. Ihr habt ja sogar für uns einen Song geschrieben, für die Sonic Seducer CD-Lage, den Song The Abyss. Da, also mein herzlichen Dank, hat das sehr gefreut und da freuen sich auf jeden Fall ab heute auch die Leser sehr darüber freuen. Wie ist denn der Song entstanden? Ich muss dazu sagen, dass es eben ein Glück war, weil das war eigentlich so mit der letzte Song, der für das Album entstanden ist. Also wo ich dachte, kann der noch aufs Album? Und der war halt angefangen und ich habe ihn nie zu Ende geschrieben, weil ich irgendwann die Idee hatte, nee. Also ich hatte so ein Konzept, ich habe den halt erst auf dem Album gesehen, die Anfänge von diesem Song, und habe dann aber nicht weitergemacht, weil ich dachte, nee, wir machen es anders. Das Album heißt Unsterblich, aus Souls Will Never Die. Also habe ich gesagt, wir müssen zum Beispiel Unsterblich mit aufs Album packen, weil der war noch nicht auf dem Album veröffentlicht worden, so richtig. Mhm. Den haben wir in einer neuen Version drauf gemacht und aus Souls Will Never Die, der nach, oder der zweite Titel sozusagen, das war auch eine Single, die wir, oh Gott, wann kam die dann raus, 22 oder so? Mhm. Die war halt auch noch nicht auf einem Album drauf. Das war so ein Zwischenlied. Und ich habe gedacht, es müssen halt 25 Lieder sein. Weil ich dachte, uns gibt es 25 Jahre. Also 25 Lieder, also brauchst du diesen Song nicht weiterzumachen. So, und irgendwann, als dann hier so Anfragen kamen wie, hast du nicht mal was Exklusives, habe ich gedacht, naja, ehrlich gesagt, habe ich da schon was ich jetzt mal machen könnte. Ja, das war ja sehr erfreulich auf jeden Fall. Und also da war halt der Text tatsächlich schon fertig, aber wir haben uns dann halt nochmal drum gekümmert. Ich habe den nochmal eingesungen, nochmal neu, habe ihn nochmal gemischt und so weiter. Und das war halt eine gute Gelegenheit für sowas hier, den Song dann eben zu veröffentlichen, weil er sollte ja eigentlich mal irgendwann aufs Album ist, also nicht so, wo man sagt, naja, hier machen wir eine Auftragsarbeit oder so, ah, der will was Exklusives, sondern das war schon ein Song, wo ich halt genauso viel Herzblut reinsteckt habe, wie in jeden anderen Song vom Album oder dann letzten Endes habe, obwohl er nicht aufs Album kommen sollte. Das hast du sozusagen für uns zum Leben erweckt. Ihr habt quasi die Inspiration gegeben, mach mal an dem Song noch was, mach den mal fertig, und das habe ich auch gemacht, und das war irgendwie dann halt lustig, weil der Song sonst wahrscheinlich tatsächlich einer von vielen gewesen wäre, die so halt so in der Schublade verstauben, also wo du dann halt mal angefangen hast und dann sagst, ja, okay, aber dann machst du halt nicht weiter. Und dann halt so die, auch mal von außen die Inspiration zu kriegen, mach doch mal weiter, das fand ich, also war gar nicht so schlecht. Okay, das finde ich ja super. Das ist sogar eine Inspiration, weil ja, und, wir haben ja auch eine limitierte Vinylbeilage, die gibt es in 3 Farben, in Schwarz 99 und in Rot und Violett jeweils 199, und da ist ja sogar noch ein zweiter Song mit drauf, und zwar ist das ja ein Demo von Fliegen, und da ist das ja so, dass Ulrike das gar nicht singt, sondern Chris singt den Song alleine. Und das ist dann die Demo. Es tut mir leid, dass du es so erfahren musstest. Ja, das war. Wurdest du gar nicht eingeweiht. Genau. Nee, tatsächlich war das. tschüss. Nee, das war halt das Lustige, weil also wir arbeiten ja so zusammen, dass oftmals ich, also manchmal ist es so, dass ich halt eine Idee habe und sage, pass mal auf, ich könnte mir vorstellen, dass es so oder so der Text funktionieren würde mit dieser Gesangslinie oder sowas. Dann schicke ich ihr dann manchmal, dann lacht sie drüber und sagt, okay, ich mache das mal schöner. Und dann singt sie es halt, und dann singt sie es halt richtig ein. Ne? Aber ich singe dann halt manchmal einfach so meinen Part, wie ich mir das so vorstelle. Das klingt natürlich ganz anders und sie macht dann halt ihr Ding draus. Und das war halt tatsächlich die erste Demo-Version, die ich halt für diesen Song gemacht habe. Ich dachte, ich kann mir nicht so vorstellen, ich singe das und dann singst du das, und das habe ich ihr dann halt so eingesungen, wie ich mir das vorstelle. So, und das ist dann wirklich so eine Demo-Version, die halt keiner eigentlich wirklich zu hören kriegt, weil Uli ja dann ihr Zeug draus macht, und dann wird es halt eine Single. Wo man auch sagen muss, das Fliegen tatsächlich so eine Nummer ist, die gerade so zumindest bei YouTube ziemlich gut läuft, also ja, besser als teilweise andere von dem. Das kann vielleicht auch an Ulis Gesang liegen, der jetzt auf der Demo-Version aber nicht dabei ist. Aber das macht es halt so was Besonderes. Genau. Nein, ich denke, das
Das Interessante halt für Fans ist halt, weil die sowas ja nie wissen, wie sowas abläuft. Die wissen ja nicht, wie ist das? Sie denken dann, okay, das läuft so. Und dass man eben sieht, dass es auch teilweise so ist, dass ich eben auch mal sage, hier, guck mal, kannst du das so singen oder findest du das okay, was ich da so mache? Würdest du das auch so singen? Und sie sagt dann eben, ja, ein bisschen anders. Und dann, und deswegen kriegen die wenigsten sowas halt zu hören, so eine Demo-Version. Und das finde ich immer relativ spannend eigentlich. Und kommt das denn häufiger so vor, dass du dann praktisch ihr das Demo schickst, wo du dann sagst, so hier, so könnte ich mir das vorstellen, ich habe schon mal so testweise gesungen, oder sagst du, hier ist der Text und übernimmst du die Passage, oder Ulrike verändert den Text, oder weiß ich nicht. Oder das ist das ist unterschiedlich, aber tatsächlich so, dass ich richtig eigentlich vorsinge, mache ich eher seltener, glaube ich, so von der Sache her. Also ich singe manchmal was ein oder sage, ja, pass mal, ja, meine Sachen singe ich ein und dann sage ich hier, und dann meistens schreibt sie ja auch, also das ist ja unterschiedlich, mal schreibt sie den Text komplett selber, mal singt sie was ich geschrieben habe, manchmal teilen wir uns auch die Texte, so ich sage, ich habe hier ein Refrain, aber was machen wir in der Strophe? Also das ist komplett unterschiedlich. Und bei dem Song hatte ich eben, weil das so ein bisschen persönliches Thema für mich war, hatte ich halt schon so eine richtige, wie ich das haben wollte. Das gibt ja da manchmal so was, wo ich auch gar nicht weiß, ob eine Uli muss denn quasi oder sollte denn gerne singen, was ich eben möchte sozusagen. Da hat sie denn nicht vielleicht ganz so viel Spielraum. aber trotzdem hat sie das dann halt, also bringt sie ja dann ihre eigene Note rein. Und das ist halt zum Beispiel bei dem Song unheimlich cool gewesen, weil, wie gesagt, das ein sehr persönlicher Text für mich ist. Und dann fand ich das sehr schön, wie sie das gemacht hat. Und aber manchmal ist es auch so, dass es halt wirklich komplett alles von Uli kommt, die Texte, die sie dann singt. Also ihre beiden Solonummern hat sie auch die Texte komplett selber geschrieben. Unterschied, also es gibt da keine, es ist halt so, wie es ist. Mal so, mal so. Okay. Und Fliegen ist ja praktisch auch so ein Menschheitstraum. Die Menschheit wollte schon immer fliegen. Dann gab es dann verschiedene Anfänge mit Bruchlandung, und dann gibt es ja genau das Gegenteil, dass ja viele Leute im Traum sozusagen, die träumen, dass die fliegen oder so. Wie würdest du das einordnen, denn dein eigentlicher Hintergrund für den Song und im Verhältnis zu diesen beiden Menschheitsträumen oder Ereignissen, die häufig mal vorkommen? Ich glaube, mit diesem Menschheitstraum hat der Song gar nichts zu tun, weil das tatsächlich ein Song über Depressionen ist. Ja, das also völlig was anderes. Aber Fliegen ist genauso dieses, was du halt, wenn es dir halt scheiße geht und es geht dir vielleicht wieder besser, dann hast du das Gefühl, du kannst wieder fliegen. So dieses, und das ist halt für mich so, also weil ich halt viele, oder das Album handelt halt auch viel über von Depressionen. Und in dem Song geht es ja darum, dass man sagt, ich kann nie wieder fliegen, meine Flügel sind aus Stein, lass mich los, zieh weiter, damit der andere nicht am Boden bleiben muss, nur weil der eine nicht fliegen kann. Weil er halt wirklich, sage ich so, mit seinem Leben nicht klarkommt, weil er vielleicht unter Depressionen leidet und der Partner aber sagt, okay, was kann ich machen? Ich kann auch nicht wieder fliegen, wenn ich bei dir bleiben will, oder ich muss dich verlassen, damit ich weiter fliegen kann. Und das ist so ein Thema, was sich in den letzten Jahren eben sich bei mir so rausgekristallisiert hat, dass ich da sehr viel drüber texte, gerade aktuell, aus persönlichen Gründen. Und das ist halt die Frage, die ich mir stelle, dieses, ist der andere bereit, quasi das Fliegen zu können, aufzugeben, um bei dem anderen am Boden zu bleiben? Mhm. Das ist halt für den eine große, ja, wie soll ich sagen, eine große Sache eben zu sagen, ja gut, ohne dich will ich halt auch nicht fliegen, dann fliege ich lieber nie wieder, als dass ich alleine fliege. Darum geht es halt in diesem Song. Also das ist halt so ein Fliegen eben als Metapher von frei sein, von sich gut fühlen und wirklich über den Dingen stehen, und nicht mehr fliegen zu können, heißt halt, ja, scheiße, werde halt nie wieder, weil mir geht es halt scheiße. Mir geht es nie wieder gut, und deswegen bin ich hier am Boden, klebe hier fest und komme nicht weiter. Und das ist halt so diese Sache. Also das habe ich da in dem Song quasi ausgedrückt. Also das hat in dem Sinne nichts mit dem Fliegen zu tun, aber auch mit Freiheit, einer Sache entfliehen zu können. Okay. Ja, das ist auf jeden Fall sehr tiefgründig. Finde ich sehr gut. War der Plan, ja. Plage Noir, da gibt es ja die Legende mit der Braut, die ins Wasser geht. Und wir wollten eigentlich das Interview mit euch auf dem Steg machen, aber der Steg ist eine Baustelle. genau, Florian wollte ins Wasser springen. Mit so einem Sweeney Todd-Anzug, weißt du? Großartig. Aber das Wasser war tatsächlich sehr kalt. Ja, wir haben Chris vorher gefragt und hat gesagt, du springst auch mit zusammen ins Wasser. Ja, Uli kann super schwimmen. Hatte ich gar nicht informiert. Ente. Ich schwimme auch sehr gerne. Nee, wir wollten das Plopp-Geräusch aufzeichnen, wenn Florian ins Wasser springt. Und das wollten wir dir dann zukommen lassen und schauen, ob dich das zu einem Song inspirieren könnte. Mit der Geschichte, mit der Braut. Super. Dann könntest du dir das vorstellen, wenn man dir irgendwie so praktisch nur so, so ein Abriss mitteilt, so die Braut, die ins Wasser geht, und man gibt dir ein Sample, das ist natürlich jetzt so ein bisschen albern, aber dass du daraus einen Song machst als Inspiration?
Könnte ich mir tatsächlich vorstellen. Habe ich so, also ich habe noch keine Fremdinspiration vertont sozusagen, aber könnte ich mir vorstellen, klar, daraus irgendwas zu machen. Also wenn die Geschichte ist ja bekannt und kennen wir ja auch, und das war eben auch 2018, das, wo wir uns eben auch hier beim Plage Noir da uns das haben erzählen lassen, wie das ist. Das ist natürlich eine gute Inspiration, um da ein Lied draus zu machen, ganz klar. Also, aber wie gesagt, ich bin halt jemand, der so wenig von außen an sich ranlässt, sondern seine eigenen, wie kann man sagen, ich mache halt meinen eigenen Scheiß, was ich so aufschnappe oder sowas. Und wenn ich jetzt sagen würde, oh, das ist interessant, ich mache einen Song draus, würde ich es machen. Aber ich mache so ungerne Sachen, wenn jemand sagt, mach doch mal so. Also das ist auch das, was ich zum Beispiel auch immer Fans gesagt habe. Mach doch mal wieder einen Song über sowas, wo ich sage, ja, wenn ich das Empfinden habe, ja. Aber ich mache lieber 20 Mal genau den gleichen Song über zum Beispiel Depression, weil es mich gerade interessiert, als einen Song über irgendwas, was ich gerade gar nicht. Also ich bin immer mit meinem Scheiß sozusagen ganz gut durchgekommen. Aber grundsätzlich könnte ich es mir vorstellen, aber vielleicht dann gar nicht für Blutengel. Okay, aber du möchtest halt immer einen persönlichen Zugang sozusagen zu den Songs haben. Das ist so mein Ding oder das Geheimnis von Blutengel, dass ich halt nur über Sachen texte, die mich wirklich persönlich interessieren und nicht über. Ist jetzt gerade angesagt, oder zum Beispiel ein Corona-Song oder so weit, weißt du, wo ich dachte, Alter, wer in der Welt soll einen Corona-Song machen, weil alle finden Corona scheiße. Wenn ich jetzt einen Song über Corona mache, finden die doch den, das ist auch alles scheiße, weil wir wissen doch, was haben ein ganzes Album über Corona gemacht, sozusagen. Ich meine nur, dass ich das nicht machen würde, weil ich sage, das ist so, wir wissen doch alle, Corona ist scheiße. Warum sollte noch mal einer... Ich mal was von wissen, gebe ich dir recht. So, ach, wie war Corona? Oh, das muss ja schlimm gewesen sein damals. Na, jeder war betroffen, die ganze Welt. Also insofern finde ich das überflüssig zum Beispiel. Und ich bin halt jemand, der sich sagt, nö, alles, was mich selbst interessiert, oder wenn eine Inspiration kommt, keine Ahnung, ich sehe ein überfahrenes Tier auf der Autobahn und das inspiriert mich zu irgendeinem Text oder sowas, dann lasse ich das zu, aber ich habe noch nie etwas nach... Kannst du dir vorstellen, darüber was zu machen? Ich kann es mir vorstellen, aber ich habe es noch nie gemacht. Okay. Es wäre dann halt nicht Blutengel, es wäre dann halt eine Auftragsarbeit für irgendwas anderes. Verstehe. Erzählt ja auch quasi eine Geschichte damit. Und die kleinen Geschichten, kleine und große Geschichten, die inspirieren einen dann. Die alltäglichen, das stimmt, ja. Ja, jetzt kommen wir zu meiner Überraschung. Ich freue mich schon. ihr euch nicht. Ja, gib mal kurz das Mikro weiter. Moment, ganz kurz. Ich habe was vor. Eine Kaffeeüberraschung. Genau. Florian ist hobbymäßig als Giftmischer tätig. Wusstet ihr das? Ja, ich habe mich kurzzeitig als Alchemist betätigt. Und zwar, ich wollte eigentlich Blutorangen holen, aber das ist nicht die Blütezeit. Also, oder das ist bis Ende März. Wollt ihr mal sehen? Also, es gibt eine, im Grunde genommen ist das ein kleines Spielchen. Ich habe kleine Orangenstücke genommen und habe da so ein paar Sachen reingemacht. Das heißt, Lebensmittel komplett. Ne? Es gibt einmal die Variante mit Alkohol und einmal die alkoholfreie Variante. Und ihr müsstet quasi, es ist nichts Schlimmes, ihr müsstet quasi raten, oder wenn ihr das machen wollt, raten, was da drin ist. Alles frisch gemacht, habe ich vorhin gemacht. So. Wir können das auch, ich habe das mal vorbereitet für uns alle, aber wir können das auch so machen. Ja, ich mache mir auf jeden Fall mal mit. Ich habe mir gedacht, wir machen das zusammen. Nein, das ist nicht. Ich bin raus, wenn ich so. Du bist etwas allergisch gegen Zitrusfrüchte, aber es hat nichts mit Seiten zu tun. Achso, seid ihr allergisch gegen Zitrusfrüchte? Okay. Gut, dann sollen wir mal anfangen. Ja. Alkohol oder nicht Alkohol? Ja, ich würde schon Alkohol nehmen. Ich auch. Du nicht? Okay, dann würde ich sagen, genau. Ich bin aber fair und ich mache mit Ulrike auch mit. Das heißt, das ist ohne Alkohol. Das ist damit da. Ist sicher? Ja, genau, das ist schon toxisch grün. Ich wollte gerade sagen. Genau. Ladies first, such dir eins aus. Mhm. Ich nehme das Gleiche. Warte. Wie weißt du denn, was das Gleiche ist? Ich weiß alles. Ich weiß, was da drin ist. Okay. So, Stößchen, ne? So, Stößchen. Oder? Schmeckt nach Orange. Mhm. Nein. Das kann ich mir nicht vorstellen. Was meinst du, wenn da, was da noch drüber ist? haben wir Servietten? Ich habe es ganz frech an meiner Hose abgeschmiert gerade. Das war sehr süß. Das war Zucker quasi noch drauf. Mhm. Noch süßer als
Das ist jetzt nicht rausgeschmeckt. Das ist ja abgefahren. Zucker. Ja, gefahren. Genau. Vielleicht hätte ich den Teller so drehen sollen. Weil okay. Ich dachte, so. Kommt jetzt, da ist keine Ahnung. Nee, so. Wir sind dran. In der Mitte? Ja, ich nehme das hier. Okay. Oh Gott. Okay. Muss ich immer. Mhm. Ach. Das riecht schon so. Mhm. Oh, ich wusste, was es ist. Und hab's gerade in den falschen Hals gekriegt. Der sieht denn so aus, als, oh Gott, ich kann ja eine Schabe kennen. Ist Tabasco. Richtig. Na, das ist natürlich richtig. Ja. Und in der Verbindung schmeckt das auch. Ja, ich esse ja auf alle zu scharf. Mhm. Ja, tatsächlich gut, weil ich halt so ein Scharfesser bin. Ja. Weil jetzt gerade überhaupt nicht so aussieht, weil ich jetzt gerade so falschen Hals gekriegt. Ja, das war auf jeden Fall Tabasco. Und ich kann euch sagen, das ist auch Tabasco. Oh Gott. Das war Honig. Das schmeckt sehr gut, habe ich vorhin schon probiert. Und tatsächlich, ja, das, auf der Orange zieht es ganz schön nach, gerade der Tabasco. Ich bin wieder, die ganze hätte mir auch eine Flasche hier hinstellen können, ich hätte die ausgetrunken als Mutprobe. Ich bin so scharf, ist so. Ja. Und ich hatte tatsächlich aus Berlin, ich hatte auch Pfeffi. Gut, oh, eingegangen, den ich nicht. Ey, Pfeffi ist wirklich, ja, ist aus Berlin und so, aber oh, ich hasse Pfeffi. Oh, ich liebe Pfeffi, echt. Mhm. Und die anderen waren mit Jägermeister. Welches? Ja. Möchte ich welches? Warte, genau. Ich glaube, die war mit Jägermeister. Genau. Pfeffi, das ist Jägermeister. Nee, das ist genau. Pfeffi. Das ist Pfeffi. Warte, komm, dann nehme ich die mit Pfeffi. Mhm. Ich glaube wohl, da ist Brauner. Mhm. So, Prost, mein Lieber. Prost. Mhm. Das ist aber sehr wenig. Ich habe Pfeffi. Mhm. Du, pass auf. Ja. Sind nur nachgeschenkt. Bitte schön, mein Lieber. Ach, hast du ja auch hier, dann aber jetzt um extra. Ja. Aber ein Stückchen können wir trinken, aber der Jägermeister, da kannst du mich gleich, da kannst du mich gleich beerdigen. Da sage ich, auf Wiedersehen, wir sehen uns morgen im Club. Warte. Ist so. Werbung für Alkohol? Kinder, wenn ihr das zu Hause trinken, Alkohol ist nicht gut. Nein. Prost. Da ist auch nur gefärbtes Wasser drin. Vic Medi Night. Mhm. Also nur gefärbtes Wasser. Ja. Sehr schön. Wunderbar. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank, Blutengel, für dieses tolle Interview. Ganz, ganz viel Spaß und nochmal herzlichen Glückwunsch für das Jubiläum. Vielen Dank. Und bis bald. Genau. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank auf jeden Fall und viel Spaß beim Auftritt. Dankeschön.